Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem kurzen Video wollte ich mal kurz auf eine Nebensache, die ich so in meiner Freizeit mache, mal aufmerksam machen. Mich auf, ihr könnt im Hintergrund schon sehen, habe ich die Seite Animex offen. Da schreibe ich schon seit ungefähr einem halben Jahr an einer eigenen Geschichte hier, die ich mir ausgedacht habe. Hier in der Mitte könnt ihr es gerade lesen. Die Geschichte, die heißt Omekra. Falls ihr euch jetzt fragt, warum heißt die Geschichte so? Es geht in der Geschichte um zwei Außerirdische von dem Planeten Omekra. Deswegen heißt die Geschichte auch so. Und ihr Planet wurde während eines Krieges zerstört von diesen beiden Leuten, die ich gerade eben erwähnt hatte. Die heißen Helios und Ventus. Warum die so heißen, das wird auch in der Geschichte erklärt. Und vier Kapitel sind derzeit draußen. Ich arbeite auch an mehr Kapiteln. Hier seht ihr übrigens, dass das auch wirklich mein Account ist. Und ja, dafür wollte ich mal eben kurz Werbung machen. Das für die, die vielleicht mal Lust haben, das zu lesen, dass die das auch lesen können. Die Seite, die ich gerade zeige, die ist auch in der Beschreibung verlinkt. Also die Fanfiction, so heißen zumindest dort, das ist aber trotzdem eine eigene Geschichte. Steht hier auch Thema eigene Serie, also das ist von nirgendwo her abgekupfert. Also ich habe mir das von nirgendwo abgeguckt, das habe ich mir wirklich komplett selbst ausgedacht, diese Geschichte. Ich habe jetzt nicht vor, euch ein Kapitel vorzulesen, ich wollte das einfach nur mal ein bisschen der Geschichte, die ich da auch mache, Aufmerksamkeit ein bisschen bringen. Also ihr müsst da nicht hin, aber es wäre natürlich schön. Ja Leute, ich hoffe, dass euch die Geschichte anspricht. Ich habe mir sehr viel Mühe mit der Geschichte. Wie gesagt, die mache ich in meiner Freizeit. Also da, wo ich auch mal Zeit habe. Das schreibe ich dann da dran. Und das lade ich dann dort auch hoch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch gefällt, die Geschichte. Wenn ja, dann, ihr seht ja, hier ist ein Herz auf der Seite. Wenn ihr dann draufdrücken, dann sehe ich auch, wem die Geschichte gefällt. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar da lassen, das funktioniert genauso gut. Dann weiß ich, was ihr von der Geschichte haltet. Ich wollte einfach nur mal darüber sprechen, dass ich das auch mache. Vielleicht gefällt euch ja das, was ich da schreibe. Es ist aber auch wirklich nur zum Lesen da, da sind jetzt keine Bilder mit bei. So, da müsst ihr halt schon selbst euch ein Bild dann im Kopf machen. Auf jeden Fall, das war's dann. Ciao, Leute. Hinterher kommt noch ein richtiges Video.